Un, dos, tres, cavocere! Switch! Switch. Dein Pulli ist verdreht. Oh. Yep, yep. Yep, yep. Glaubst du, er ist tot? Ich weiß es nicht. Aber auf der Polizeischule habe ich da eine Methode gelernt. Wirklich? Er ist tot. Er hat einen schicken Pulli. Realschule worden. Ich finde es nicht schlecht, also ich finde es echt cool. Der Pulli ist immer noch verdreht. Oh, oh Mann, ja Mann. Bear. Right. Bear. Right. Bear. Ihr präsentiert heute die Schulkollektion der Realschule Rottenburg. If the kids are united. Das ist ein wichtiger Abend heute. Und ihr wisst, es gibt nur ein Foto. Entschuldigung. Das darf doch nicht wahr sein, meine Damen und Herren. 25.000 Euro im Jackpot drin. Finden Sie jetzt den letzten Buchstaben für diesen Gegenstand. Das kann doch nicht so schwer sein. Und wir haben jemanden in der Leitung. Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist die Ingeborg. Hallo Ingeborg, sag mir, welcher Buchstabe fehlt noch? Also ich tippe mal auf ein U. Nein! Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-G-U-R-E-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn es tanzt es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Florian! Hallo, ist der Herbert. Also ich und meine Frau sind uns eigentlich ziemlich einig. Da muss ein V rein. V wie Vogel. Sag mal! Seid ihr eigentlich alle zu blöd zum Schein? Herzlich willkommen bei Dr. Stuhl. Hallo, mein Name ist Professor Dr. Stuhl. Oh Gott, meine Nase läuft. Warum steht denn die da hinter der Schule? Na, wir haben ihr gesagt, dass wenn sie den Schulpulli anhat, dann steht sie hinter ihrer Schule und seitdem steht sie da. Redet ihr über mich? Nein! Herzlich willkommen bei Dr. Stuhl. Hallo, mein Name ist Professor Dr. Stuhl. Und heute sind wir auf dem Schulhof, irgendwo in Deutschland, und gucken uns irgendwelche Schüler an beim sozialen Verhalten. Wie Sie sehen, kommt es gleich zu einer Konfrontation. Aus der Fugen geraten. Da muss es eine Lösung dafür geben. Ich habe eine Lösung gefunden. Wartet doch mal die Klappe. Willkommen zu Pulli sucht Home. Heute haben wir einen Züchter und einen möglichen Käufer. Den Ludwig und die Sabine. Hallo. Mit der neuen Schulkollektion der Realschule Rottenburg. Tragen Sie den Pulli morgens und abends. Und aus einem intoleranten Menschen wird ein toleranter Mensch. Ich werde es Ihnen jetzt demonstrieren. Oh mein Gott, Sophie! Oh mein Gott! Ja, Sophie! Hey, Schlägerei! Also, ihr wisst ja, wir machen heute einen Catwalk. Und dazu haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Und zwar Bruce Darnell. Hallo. Hallo, Ladies.
Ich werde euch heute beibringen, wie man laufen auf Catwalk. Was? Gott, Pulli. Du bist mein Lieblingspulli. Du bist mein einziger Pulli. Gott, du bist so bequem. Jacqueline, mal ich steh's, ha? Brauchst du mir nichts vorliegen? Mach, was es aussieht. Ich bin ja aber gespannt wie Regenschirm, was du mir dazu erzählst. Komm, halt dein Gusch. Halt dein Gusch, ich will nichts hören. So, wie es aussieht. Ich weiß nicht, was da läuft. Nein. Halt dein Gusch, komm. Enttäuscht bin ich, Jacqueline. Von dir. Jetzt schon mit dem Fairtrade ins Bett hüpfen. Letzte Woche war ich mit dir im Kick. Ich weiß ehrlich gar nicht, was der hat. Man muss ja nicht immer nur konventionell. Ich meine, das ist ja auch so gemütlich. Und ich glaube, der weiß selber gar nicht, was der ist so in seiner Trauer versunken über Mama, dass der gar nicht mehr weiß, was überhaupt gute Qualität ist. Und ja, der trägt immer nur seine verschwitzten Unterhemden. Und ich will einfach nicht mehr. Ich kann das nicht. Heute bringe ich euch bei. Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich meine, Scheiße. Okay, ich bringe euch heute bei, wie man läuft. Ihr müsst das bis zum Leben bringen. Ihr müsst das zum Leben bringen. Versteht ihr, was ich meine? Ich nämlich nicht. Und dafür würdet ihr hier walken, von hier nach da drüben. Und zwar Pow! 1, 2, 3. Nicht große Schritte und auch nicht zu kleine Schritte. Dann hier posen, bisschen Gesicht spielen und so und dann wieder zurück. Zurück zu eurer Tür. Okay? Alright? Let's do this. I was in the 212, I'm the uptown ain't nigga, you know what's up or don't you? Worker who made ya, I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo, I could bust your 8, I'm a 212, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do want to, fuck. Fuck them like you do want to, come, you gated, get discovered, I'm a 212's cock, I'm licking in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus you're... Ich fand ja die im Pinken ganz gut. Ich schwöre bei Gott, CA ist besser! Nicht den Pulli! Nicht den Pulli! Ganz ruhig! Hey, was soll ich machen? Na, auf jeden Fall nicht auf den Pulli schießen! Ja, ich muss auf ihn schießen! Verdeck dich das Cover! Oh, ja, ganz ruhig. Wir wollen nichts Verrücktes machen. Lass den Pulli, das ist Bio-Qualität. Lass es einfach. Du weißt gar nicht, wie schwierig es ist, Pullis ohne Kinderarbeit zu kriegen. Komm schon, lass die Waffe fallen. Ich mein's ernst. Mensch, denk an die Pullis, du hast recht. Kowalski, komm zur Besinnung. Ha! Zugriff! Nimm den Pulli her. Keine Bewegung. Komm. Sieht's aus. Und einen Kaffee trinken? Okay. Oh, ja, ja, ja. Einmal waren die alle total scheiße, ja? Aber was ich wirklich toll fand an euch allen, wirklich, eure Pullis, die sind so schön, das ist wirklich toll. Ich fand euch wirklich alle ganz gut. Am besten fand ich die mit den Pinken, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Was sagst du, Bruce? Also ich fand das totale Kacke Scheiße. Wisst ihr, was das überhaupt für ein Laden ist? Das ist Germany's Next Topmodel. Nicht Kackmodel, nicht... Das mit der Jacqueline, hätte ich nie gedacht, dass die so etwas tut. Früher, meine Jacqueline, ist jetzt so gewesen. Da hat man sich mit Kick noch begnügt. Aber heute, ich entdeckt, wir machen uns eine schöne Woche da. Aber... So war's ja heute.
Ich sehe gerade keine Germany's Next Topmodel. Ich sehe nur dreckige Mädchen. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich habe schon so viel Erfahrung, schon von meiner Kindheit. Ich habe schon gemodelt und alles. Ich bin so enttäuscht von Heidi. Also, ich hätte mich so sehr über den Erfolg bei Germany's Next Topmodel gefreut. Vor allem, weil seit mein Hund gestorben ist, träume ich jeden Tag davon. Und ich finde es so scheiße. Bruce hat uns gar nicht gesagt, was wir machen sollen. Dieser Dummkopf. Und dann sagt er, das Pissoir muss glänzen. Das kann doch nicht sein. Jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr darin blicken lassen. Nur wegen so doofen Pissoirs. Ich habe gedacht, das schaffe ich und das ist mein Traum. So goodbye. Please don't cry. Ist jetzt erfrier. Wenn uns sowas nicht leisten können. Da hat man noch Alice erzogen, da hat man nicht so geguckt, ja, Menschenrechte, keine Kinderarbeit. Das war eine gute Zeit. Hey, Papa? Was, los, komm, lass mich in Ruhe. Papa, darf ich wieder den Fairtrade-Pulli? Nein, du bleibst jetzt drinnen. Nein, aber für heute ist Sabbat. Der Kratzer. Du bist mal genug auf den Lauf gegangen. Jetzt halt dein Gosch. Halt dein Gosch. Aber Papa! Komm, du. Oh Mann! Sette. Die Jugend. Zuerst mit dem Fairtrade-Pulli ins Bett hüpfen, dann wird er seinen Ruf mitkriegen. Und ich werde alles für sie geben. Alles. Mein letztes Bier. Das ist der Beto, der ist Größe M. Ein ganz lieber, pflegeleicht, kommt gut mit älteren Leuten klar. Auch junge Leute können ihn tragen. 1, 2, 3, 4! Geht auch gerne raus, also auch für eine aktive Familie sehr gut geeignet. Bürsten sollte man ihn ab und zu oder auch mal auf dem Pflegegang in die Waschmaschine. Geht auch gut. Und sonst das Standard-Waschprogramm. Aber Beppo ist auch ganz lieber. Darf ich dir mal ja, klar. Dann haben wir auch noch einen anderen. Lass mich doch mal! Brauchst du gar nicht mehr kommen? Ich will den nicht mehr sehen. Ich hasse dich! Kommst du mal mit sowas? Ja, komm, verschwind! Ich hab wohl schon mal. Morgen brauchst du gar nicht mehr kommen. Ich hab mit meinem Leben nie irgendwas gegönnt! Gang! Nie! Das kann ich nicht mehr brauchen! Ich hasse dich! Du mit deinem Leppergeschwätz, komm, verschwind! Hau ab! Ich will dich nie wieder sehen! Gang zu deinen Pfarrer, Sozialisten, keine Kinderarbeit, da! Ich gang jetzt wieder rein! Man sieht auch, er kommt auch gut mit anderen Bullis klar. Hier Größe S mal. Bloß kommt er eben nicht so gut klar mit Nicht-Fairtrade. Also das ist schon wichtig, dass er nicht aus Kinderarbeit geschaffen ist. Und da ist er eben auch ganz intolerant gegenüber anderen. Das ist jetzt nicht geernt, er hat mir jetzt... Oh, weh, komm, das geht doch gar nicht. Das ist dir sonst nie passiert, ja? Können Sie ihn kurz halten? Vielleicht ist er aufgeregt. Hallo, hier ist nochmal die Ingeborg. Sagen Sie mal, sind Sie sich eigentlich sicher, dass das mit dem U falsch ist? Der ist so weich, so flauschig. So einen hätte ich auch gern. Huch! Bleib hoch! Beppo! Fluffy, Mensch, komm doch her! Fluffy! Beppo! Beppo! Hilfe! Florian da oben! Kaufen Sie jetzt den Schulpulli für nur 27 Euro. Rufen Sie jetzt an unter 55555 1.